Der tschechische Schriftsteller und Politiker Václav Havel war der letzte Präsident der Tschechoslowakei und der erste Präsident der Tschechischen Republik. Wir haben ihn gewählt, weil wir ihn für den größten Böhmen hielten. Wir haben vorbereitet die wichtigsten Informationen über sein Leben und beginnen mit die Samtene Revolution. Die Samtene Revolution hat am 17. November 1989 mit einer genehmigten Demonstration der Studenten in der Prager Innenstadt begonnen. Das hat das Ende der Tschechoslowakei und des kommunistischen Regimes bedeutet. Havel war oft im Gefängnis für seine Ansichten, dafür er die Gruppe Charta 77 begründet hat. Diese Gruppe hat gegen der ungerechte Verfolgung gekämpft. Havel war verurteilt für Charta 77 für 5 Monate. Im Jahr 1979 fand statt der Prozess mit der Gruppe der Dissidenten. Havel war verurteilt für 4,5 Jahre. Seine Bewertung. Havel erhielt das staatliche Ehrenzeichen von den Ländern Frankreich, Ukraine und Brasilien und die höchste Ehrenzeichen in der Tschechischen Republik. Es sind Tomáš Garrigue Masaryk Orden und Weißleibe Orden. Václav Havel hat langfristige Probleme mit seiner Gesundheit. Gross Argument war aus dem Dreck des Gefängnisses. Václav Havel ist am 18. Dezember 2011 gestorben.